Wenn du wissen möchtest, was ich unter glamourös duften verstehe oder welche Düfte ich da im Speziellen einordnen würde, dann bleib jetzt mal dran. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist auf meinem Kanal. Mein Name ist Melanie und ich zeige dir heute meine Interpretation von glamourös duften. Ja, was ist denn eigentlich glamourös duften? Glamourös duften ist für mich etwas, wo ich auffalle, im positiven Sinne, wenn es irgendwie geht, was glamouröse Blüten enthält, was vielleicht auch eine vermeintlich glamouröse Marke ist und einfach ein Duft, der mich persönlich glamourös fühlen lässt. Und ich starte ganz einfach mal mit einem Rosenduft. Ich bin nicht der größte Rosenfreund, das muss ich gestehen, aber es gibt doch einen, der mir jetzt so spontan einfällt, der mich glamourös duften lässt. Und das ist der gute, ja, alte, kann man mittlerweile sagen, Montal Roses Musk. Roses Musk ist genau das, was er sagt. Er besteht aus einer frischen Rose, aus einer jungen Rose und Moschus. Und dieser Duft ist nicht tot zu kriegen. Ja? Wenn du den trägst, wenn du einen glamourösen Abend vor dir hast und du trägst Roses Musk, dann wirst du den ganzen Abend riechen. Du wirst den ganzen Abend glamourös riechen. Roses Musk bzw. überhaupt Montaldüfte sind eher synthetisch, ja, also ist jetzt nicht so der natürliche Rosenduft par excellence, sondern der hat wirklich was Synthetisches, das ich total gerne mag in vielen Düften, muss man wissen. Und ja, also Montal Roses Musk für mich eine sehr, sehr glamouröse Rose. Na, jetzt aber. Noch eine Rose darf natürlich nicht fehlen, wenn es um glamouröse Düfte geht. Und das ist für mich Parfums de Mali, die Delina La Rosée. Ist für mich der schönste Delina. Ich betone das immer wieder. Und hier haben wir eine ganz jugendliche, spritzige Rose. Hier haben wir eine helle Rose, eine rosane Rose, eine Rose, die mich an den Frühling erinnert, an den Frühsommer erinnert, ist aber trotzdem in meiner Nase unfassbar glamourös. Wunderschöner Duft, sehr wässrig, ohne schwach zu wirken. Also eine ganz andere Kategorie als der Montal, das muss man sagen. Montal ist sehr synthetisch. Parfums de Mali ist richtig natürlich, ja. Beides wunderschöne Rosen, beides diese Rosen, die ich am liebsten mag und die ich am glamourösesten unter den Rosendüften empfinde. Was darf niemals fehlen in meinem Video, wenn es um glamouröse Düfte geht? Natürlich Chanel. Also was wäre ein Video mit glamourösen Duften ohne Chanel? Ich könnte hier einige präsentieren, habe mich aber heute hier für den Coco Noir entschieden. Ein ganz dunkler Chanel-Duft, der eine ausgesprochene Chanel-DNA hat. Also ich finde schon, dass man merkt, aus welchem Hause er kommt. Ja, das ist ein schöner Duft. Der hat was Orientalisches, der hat aber natürlich was, das total sophisticated. Also Chanel ist nun mal dieser Pariser Chic. Ich werde immer damit Pariser Chic verbinden. Ich werde aus dieser Nummer niemals rauskommen. Chanel gibt mir immer ein gutes Gefühl, gibt mir aber teilweise auch ein unnahbares Gefühl. Also es ist auch wirklich was, was man sich so Leute so ein bisschen auf Abstand halten kann, finde ich, aber trotzdem mit einer Glamourösität, die wirklich Chanel perfekt umsetzt. Und so ist dieser Coco Noir auch wirklich ein düsterer Duft. Es ist ein Duft mit Rose, Rosengeranie, obwohl die Rose hier überhaupt nicht die Hauptrolle spielt. Für mich kommt eher noch so Weihrauch irgendwie durch, Patchouli,
Auch aber was Frisches, Fruchtiges. Also Chanel spielt da wirklich auch mit sehr, sehr vielen Noten und sollte unbedingt mit in dieses Video Chanel Coco Noir. Das nächste Parfumhaus, das ich mit Glamour verbinde, ist tatsächlich Guerlain. Guerlain und hier im Speziellen Shalimar. Ich habe jetzt mal einen Shalimar. Ich habe hier den Filtre de Parfum ausgewählt, aber das ist völlig egal. Also sämtliche Shalimar-Flenker haben für mich was Glamouröses. Wenn du Shalimar noch nicht kennst, dann geh bitte in eine Parfümerie und schnupper mal dran. Shalimar ist etwas, was nicht jedem gefällt, was durchaus auch sehr erwachsen wirkt. Und oh, ich finde ihn toll. Orientalisch, hat was Altmodisches im positiven Sinne, ja. Hat nichts Quietschiges, hat nichts Pinkes, sondern hat wirklich was, was Urweibliches, finde ich. Es ist genau der richtige Ausdruck. Es ist wirklich urweiblich, das ist ur, ja, es ist einfach ein Urduft. Und ich finde auch, Shalimar wird nie langweilig. Man kann den auch in 20 Jahren noch tragen. Man kann den wahrscheinlich auch nur in 120 Jahren tragen. Und es gibt ja jedes Jahr einen neuen Shalimar Flanker. Und dieses Jahr ist er mit Iris. Ja? Und dieser Duft ist natürlich schon auf den Weg zu mir. Ich habe ihn leider noch nicht erhalten. Aber wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst, dann wirst du, ich sage jetzt mal, innerhalb von einer Woche das neue Shalimar-Video auf dem Kanal sehen. Genau, Shalimar ist was Orientalisches, was Vanilliges. Guerlain ist überhaupt dafür bekannt, wunderschöne Vanillen zu nutzen. Es gibt den Shalimar, es gibt wie gesagt so viele Flenker, also so viele verschiedene Shalimars, sage ich jetzt mal, von Shalimar Millesime Tonka, Shalimar Millesime Vanilla Planifolia. Also es gibt da unfassbar viele Flenker und ich glaube, fast jeder kann so seinen Shalimar finden. Und der ist auch bei mir tatsächlich noch nicht so viel gebraucht. Guck mal, naja, wohl. Weil ich tatsächlich Shalimar nie im Alltag trage, sondern Shalimar ist für mich einfach ein glamouröser Duft an einem Tag, wo ich mich besonders glamourös fühlen möchte. Alle Düfte bis hierher waren ziemliche Hämmer, ja, ziemliche vielleicht auch Kennerdüfte, wo ich sage, das ist vielleicht nicht so für den breiten Markt, dass jeder so an der Aldi-Kasse sagt, wow, die Frau riecht gut. Das macht aber nichts. Wir wollen ja hier nicht alle gleich riechen oder wir wollen ja hier nicht immer alle nur einfach riechen. Aber jetzt komme ich zu einem exklusiven Duft, der wirklich auch sehr exklusiv riecht, sehr fein austariert ist und der trotzdem fürs Umfeld total gefällig ist. Ich spreche von 100 Silent Ways von Nishani. Ja, das ist ein Duft. Ich habe hier gleich mal die große Bottle. Ich kriege auch unfassbar viele Komplimente, wenn ich den trage. Der ist wirklich von sehr vielen Menschen gemocht da draußen, die den irgendwann mal schnuppern. Das ist ein einfach gestrickterer Duft, ohne das negativ zu sagen. Der hat was Süßes, der hat was Fruchtiges, der hat was Glamouröses. Der hat aber nicht so eine starke Ausstrahlung, dass du den kompletten Raum einnimmst, sondern das ist ein Duft, der unterstreicht dich. Also der unterstreicht zum Beispiel, wenn du ein tolles Abendkleid trägst, wenn du einen glamourösen Abend vor dir hast, eine besondere Feier und du trägst jetzt zum Beispiel diesen 100 Silent Ways, dann wird er dich unterstützen. Du wirst eine wunderbare Duftaura um dich haben, aber niemals wirst du zu viel sein und du wirst auch, die meisten Leute werden den toll finden. Der ist so ähnlich wie das Black Opium von Yves Saint Laurent. Und ich weiß, was jetzt viele denken, oh, Black Opium, sehr langweilig. Nein, der ist die gute
Version von Black Opium, also die besondere Version. Also, oh, der ist so schön, wirklich. Ich, wenn den aufsprühe, ich denke mir wieder, ich habe mir den auch, das ist ein Extra de Parfum, also sogar sehr hoch konzentriert. Und ich, wenn mir den aufsprühe, denke ich mir jedes Mal, wie schön willst du riechen? Ja, wie schön willst du riechen? Wirklich wunderschön. Man muss natürlich süße Düfte mögen, man muss eine kleine Tuberose mögen, man muss. Es ist auch so ein Pfirsich mit drin, aber vergiss alle Pfirsichdüfte, das hat nichts mit Pfirsichduft zu tun. Ja, das unterstreicht nur so ein bisschen diese Pfirsichfruchtigkeit. Also ein wirklich wunderschöner Duft. Nicht ganz günstig, aber ich finde jeden Cent wert und der ist so schön, den kann man auch mal layern. Ich verlinke dir auch gern mal oben das Layering-Video, das ich gemacht habe. Ich layer den manchmal gern noch mit einem Vanilleduft. Du wirst immer top riechen, verspreche ich dir, mit diesem Duft. Wunderschön. Jetzt ein glamouröser Duft, den ihr bestimmt gar nicht auf dem Schirm habt, wenn es um Glamour geht, aber ich finde, der gehört da dazu. Ich spreche von Lorenzo Villoresis Ton de Neige. Ton de Neige ist ein Duft, der seinesgleichen sucht. Und ich kann den nicht immer tragen, Leute. Das ist die Mutter aller Puderdüfte. Das ist Babypuder, der eine Kühle hat. Dieses Ton de Neige ist auch so ein Hammerduft eigentlich, ja. Der lässt dich Boss-Lady-mäßig wirken. Du wirst eine glamouröse Ausstrahlung haben, wo man nicht das Gefühl hat, die ist girly drauf oder da ist irgendwie eine große Freundlichkeit dahinter, um es jetzt mal negativ auszudrücken. Der ist Diva. Genau, der ist divenmäßig. Der ist nicht für jedermann, der hat eine sehr starke Pudernote. Es ist auch ein Duft, der weit, weit weg noch wahrgenommen wird. Du wirst mit diesem Duft auffallen. Ganz anders wie jetzt zum Beispiel mit einem 100 Silent Ways, der eher so deine feminine Seite unterstützt. Der ist Boss Lady, der ist präsent, der ist glamourös, aber in einer Schlichtheit und in einer, ja, also ganz ein besonderer Duft. Ton de Neige von Lorenzo Villoresi. Wenn du Puderdüfte magst, wenn du aber auch so kühle Puderdüfte magst, schau ihn dir unbedingt mal an. Ein Duft, der mich glamourös riechen lässt, in meiner Fantasie zumindest, ist mal ein Gourmand-Duft. Also Gourmand ist ja was so nach essbar riecht, ist so was süß, nach Süßigkeiten oder Kaffee oder das sind ja so diese typischen Gourmand-Düfte und das wird man jetzt nicht vielleicht unbedingt mit Glamour verbinden, aber für mich gibt es da einen und das ist der Dolce & Gabbana The Only One. Das ist die Version von 2018, also nicht der Intense und der ist richtig schön und er lässt mich irgendwie glamourös erscheinen. Das ist ein Gourmand, der trotzdem nicht nach Essen riecht. Versteht ihr? Also ich rieche da nicht so, wie wenn ich gerade vom Plätzchenbacken komme oder irgendwie, sondern der hat was Glamouröses für meine Nase. Ah, der hat so eine schöne Birne. Ich mag ja von den Früchten her am liebsten eigentlich Birne. Wenn Birne schön gemacht ist, fantastisch. Und der hat einen wunderschönen Birne-Kaffee-Akkord. Und der ist so schön. Also ich bin nicht so der Dolce & Gabbana-Fan, was Düfte anbelangt. Ich habe wenige Dolce & Gabbana-Düfte. Aber das ist tatsächlich einer, den ich noch nicht mal so lange besitze. Und guckt mal. Also ich habe da schon ganz schön aufgetragen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das einzige Manko, das er für mich hat, ist, dass er wirklich, den muss man gut sprühen, Leute. Mit zwei, drei Sprühern über den Abend kommst du nicht weit. Also der Only One darf mit 10, 12 Sprühern locker genutzt werden. Und er riecht nicht allzu lang. Also das ist ein klassischer Designerduft, ist so. Und der
dürfte mal in der Handtasche mitgenommen werden zum Nachsprühen. Also bei mir hält das eine 3-4 Stunden, aber auch nur, wenn ich übersprühe. Entweder werde ich da relativ schnell geruchsblind, ich weiß es nicht. Das ist das einzige Manko, das ich an diesem Duft habe. Ansonsten ist er süß, birnig, kaffeelastig, vanillig. Wunderschöner Duft, um abends auszugehen. Der nächste ist wieder mal ein teures Schätzchen, aber im Endeffekt ist er nicht teuer, weil man sehr, sehr wenig braucht von diesem Duft, wenn man ihn denn dann mal besitzt. Ich spreche von Arabesque, The Merchant of Venice. Ich würde auch sagen, der Duft von The Merchant of Venice. Ich denke, keiner ist so bekannt, keiner ist so beliebt wie dieser. Hoppala. Ich brauche einen neuen Teststreifen, genau. Das ist für mich auch ein total glamouröser Duft für einen glamourösen Auftritt. Ich stelle mir da, also viele nutzen ihn als Winterduft, was ich auch total nachvollziehen kann, was ich auch kann. Aber für mich ist er auch eine Sommernacht. Für mich ist der eine Sommernacht mit einem ausgestellten schönen Kleid, mit großen Ohrringen, mit einer schön eingecremten Haut, mit einem... Das ist für mich so auch Sommernacht tatsächlich, Sommernachtsglamour. Das ist wohl die feinst austarierteste Pflaume-Tabak-Note, die ich so kenne. Pflaume, Tabak, Ingwer. Der ist, auch Zimt kommt durch. Also das ist so ein würzig, orientalischer, wunderschön verwobener, süß, würziger Unisex-Duft, also wirklich auch absolut Unisex. Und für mich hat der einen der glamourösesten Tabak, heller Tabak, den ich so in Düften kenne. Und wie gesagt, ich weiß, dass der ziemlich pricey ist, ich kenne die Preise, aber bei dem muss man nicht übersprühen. Ich denke, man braucht nicht mehr als 2 bis 3 Sprühe und du wirst lange wahrgenommen, wirklich über Stunden. Und deswegen relativiert sich dann hier somit auch der Preis wieder. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was ist für dich ein Duft, wo du sagst, der lässt mich glamourös fühlen, egal ob das im Alltag ist, ob das in der Arbeit ist, ob das abends beim Weggehen ist oder auf zu einem besonderen Anlass. Was für ein Parfum kennst du, wo du sagst, das ist mein Glamour-Duft? Wenn du jetzt noch mehr Bock auf Parfum-Content hast, dann wird dir hier jeweils links und rechts noch ein Video eingeblendet. Und es ist ja wieder die Sommerpause vorbei. Du siehst mich jetzt wieder regelmäßig und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video oder bis gleich hier in einem der anderen Videos. Mach's gut, tschüss, deine Melanie.